Rafe in unserer Richtung. Ah nee, was du nicht sagst. Rafe in unserer Richtung? In der Tat. So, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Halo 3. Die letzte Folge, da bin ich ein bisschen sehr viel gestorben, ich weiß, tut mir leid. Aber das ist halt so, ich komme da auch teilweise nicht drum rum, aber jetzt direkt wieder in Action. Töten mal die Brutes, ich glaube der... Das Fahrzeug ist kaputt, der Panzer ist tot, zerstört, vernichtet, eliminiert. Einfach nicht in die Wand ballern, Kumpel. Sehr gut, okay. Jetzt. Oh, das könnte ein böses Ende nehmen. Oh, fängt ja gut an die Folge. Scheiße, nochmal. Ich und meine Fahrkünste. Gut, ich glaube nicht, dass das Fahrzeug noch lange hält. Oh, scheiße. Aber wir probieren's. Ich und die Marines. Und durch, durch, durch. Oh shit. Geben ein paar Raketen drauf. Sehr gut. So, nächste Stelle. Let's try. To the sky. Ja, die haben vorne haben die Geschütz drauf. Das ist nicht gut. Scheiße. Scheiße. Hau ihn weg. Zerstör ihn. Vernichte ihn, bevor er uns zerstört. Die Kurve, die Kurve, die... Ah, scheiße! Oh, mein Marine ist tot, aber wir stehen noch. Mitten durch das Sperrfeuer bin ich gerast. Sag mal, bin ich bekloppt. Wir müssen nur etwas näher ran. Okay, ich glaube, wir müssen hier ohne nicht alle töten. Ich habe noch einen Brute. Jetzt ist er weg. Grantig ist... Warte mal. Doch, das ist die LZ. Oder? Das ist die LZ, die wir sichern müssen. Oh, fuck. Kriegen wir jetzt mal Unterstützung. Ich hätte gerne ein paar Leute. Commander, bringen Sie sie runter. Roger, setze zur Landung an. Was kriege ich Feines? Wow! Wow, wie alles auf die Seite geht und wegfliegt. Dass ich noch nicht weggeflogen bin, da muss ich ja schwerer als ein ganzen Panzer sein. Öffnet sich jetzt die Luke? Danke, Chief. Viel länger hätten wir da oben nicht durchgehalten. Haben Sie zur Rückseite der Fregatte? Ach du heilige Scheiße. Soll ich Ihnen helfen, ein Fahrzeug auszusuchen, Reclaimer? Das hier scheint in sehr gutem Zustand zu sein. Trotz der primitiven Panzerung. Ein Panzer ist ein Panzerschlag. Suchen Sie einen Mausschief, dann zurück zum Mauer. Ich helfe dem Commander, die Dauer zu sichern. Oh, die steigen ja alle auf. Moment, Moment, Moment. Nein, die Waffen hat's weggeweht. Auch da ist sie nicht mehr. Schade. Na gut. Ich glaube, wir kommen auch so zurecht. Was für eine Armee. Was für eine Armada. Jawohl. Ich hau einfach alles aus der Distanz weg. Jawohl, das ist so eine geile Boah. Wir besiegen alles. Wir sind drei Panzer, wir sind drei Scorpions. Sonst kriegst du nicht klar. Antifahrzeug-Einheiten, also... Naja. In Halo Wars waren die Jäger immer Antifahrzeug. Infanterie. Hauen die es weg. Springen wir das Ding. Come on. Stirb! Panzer besiegen alles! Panzer besiegen wirklich alles.
Und ich erst mal lieber. Ja gut. Machen wir den Weg frei für die Panzer. Die noch nachkommen sollten. Hoffe ich. Ich sehe sie aber nicht. Aber ich fahre jetzt nicht nochmal zurück, nur weil die zu blöde sind, das richtig zu machen. Und wir zermatschen es. Der ist schon lange tot, der Rave. Aber der Schütze steht noch. Komm runter mit dem Scheiß. Jetzt sind wir hier, Leute. Gabogen. Boah, wie schön. Oh. Glaubst du, du entkommst? Wir haben Probleme. Direkt vor unserer Nase. Wir gehen hoch, natürlich. Ich bin 343 Kiltis Park, Illuminat der Alkaliten 4. Ja, und außerdem unser Ticket durch diese Mauer. Ich werde den Reclaimer gerne unterstützen. Jawohl, so, irgendwo war noch ein Rave. Nein, Choppers. Fuck. Okay, nein, da kommt nochmal ein Rave. Und meine Panzer kommen gerade nach, sehe ich da unten. Ich leiste die Vorarbeit, währenddessen sie alles, was noch übrig ist, ausradieren. Aufpassen. Die Säcke haben sich hier schon wieder formiert. Wäre cleverer gewesen, gar nicht erst hier hinzukommen, sondern von Anfang an dann. Jungs, ihr seid verdammte Marines. Hauptmann, bitte ein paar Sturmgewehrschüssen da, ein paar von diesen Grunts weg. Ist ja wohl nicht so schwierig. Jetzt drüber. Haben wir alles? Reclaimer, kommen Sie zum oberen Durchgang. Die anderen nehmen den unteren Weg. Bitte vorsichtig. Vermeiden Sie Kollateralschäden. Diese Anlage wird äußerlich zwar robust, aber hinter der Fassade verbergen sich zwei seltsam, was ein Durchgang mit derart starken Sicherheitsprotokollen geschätzt wird. Einen Augenblick, Reclaimer. Das ist übrigens... Folgen Sie mir bitte. Ja, ich komme gleich. Warte, da geht gar nicht viel auf. Okay. Jungs, wir drehen uns mal. Aufsteigen. Und fahr das verdammte Ding. Ich fahre. Sehr gut. Solange ich nicht da bin, hast du das Kommando, mein Lieber. Wer macht da was draus? Okay, das ist nicht gut. Kann ich auf dir stehen? Nein! Oh! Ich dachte schon, ich krieg Schaden. Oh, die Gebäudekonstruktion, die kenne ich aber. Das sieht aus wie auf Halo. Hier, diese Schalltafel aktiviert eine Brücke. Ah, das sind unsere Panzer. Und Fahrtfahrwinkel. Einfach. Ausgezeichnet. Ja, fahrt weiter, Jungs. Boah, ich habe das dumpfe Gefühl, dass irgendeiner von denen noch runterfällt, so wie die fahren. Okay, also wir müssen aber weiter. Gute Arbeit, Chief. Stoßen Sie auf der anderen Seite der Mauer zu Ihren gepanzerten Einheiten. Bahnen Sie sich den Weg runter zum Kartografen. Mann, redest du schnell. Aber mach ich ja. Oh! Scarab! Fuck! Ach du Scheiße!
nehmen sie uns wieder mal in die Zange. Die Mangel... Kumpel, sorry, ich wollte dir nicht einen Headshot. Aber dafür ist ein Helm an. Es war ein Test. Es war ein Test. Steig auf, das war ein Test. Ob dein Helm stabil ist, ob du den richtig umgeschnallt hast. Das macht man... Ah, so in der Armee. Wo ich komme? Ja, von der Insel. Ich kann nicht fahren. Halt die Fresse. Kennst du die? Du kommst wohl von der Insel. Ich baller auch auf eine, die nah bei mir sind, um mir selber Schaden zufügen. Aber gut. Aber gut. Ich will meinen Panzer wieder, Mann. Gib mir diesen verdammten Panzer. Dann mache ich hier mal Ende Gelände. Ja, das wird sonst nichts, wenn ihr das macht. Ja, das weckt das Ding. Und du, mein Lieber, du verschwindest auch direkt mal, ne? Einfach so gerade zack, zack, zack. Jetzt noch einmal. Egal, was du an Bord hast, stirb. Yes. Fahrer ist draußen. Heute sterben wenig Marines, wenn ich da bin. Haut sie weg. Nimmt sie auseinander. Shit. Ja, ich sehe es, dass er zurück ist. Wow! Wie der einfach springt! Ich hoffe es. Kann ich das obere Geschütz da... Jawohl. Oh, shit! Ich muss... hier verschwinden. Das ist doch kein gutes Ende. Scheiße. Fahr, fahr, fahr! Zum Glück haben wir hier ein bisschen Panzerung drin. Halleluja. Aber den oberen kriegen wir weg, ne? Den kriegen wir weg, ne? Ich will das verdammte... Uiuiui. Ballern von hier wieder rein. Ich muss das Innere mal zerstören. Ja, genau, kein Grunt mehr da ist. Sehr gut. So, jetzt nach vorne. Oh Gott! Jetzt ist er wieder oben. Jetzt gehe ich dann drauf. Ja. Mann. Vielleicht bin ich mit so einem agilen Fahrzeug gar nicht so übel dran. Ja, wir probieren es jetzt nochmal. Sehr gut. Dann aber dieses Mal nicht wieder voll rein. Jawohl. Drehen, drehen. Fuck! Ein Marine tot. Noch mehr von denen! Wo kommt der andere? Auf der anderen Seite. Der nutzt die Position, die hat aber auch sehr gut, der Junge. Zurück, zurück. Ah, dreh dich doch richtig, du Verdammter. Wir müssen jetzt hier rein, wir müssen hier rein. Scheiße. Ja, jetzt kriege ich dich aber. Schießt sie auf die Beine, klettert sie hoch. Das ist der ursprüngliche Gedanke, mein Lieber. Ich erwische die Beine gerade nicht so, wie ich will. Hocken durch. Ja, probiert zurückzusetzen. Ja, jetzt aber.
ist der Plan, ja? Weg hier. Weg hier, weg hier. Gabo. Wow. Das hat viele Männer gekostet. Zurücksetzen. Oh, ich hab's. Oh, in der Luft kaputt gemacht. Da. Lasst mir meinen Panzer. Nehmt mein Leben, aber lasst mir meinen Panzer. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich wusste gar nicht, dass der Elite Schuhe trägt. Beziehungsweise Stiefel. Ganz von mir ist nachher gleich fahren. Ich steige so oder so aus. Ja, pass du lieber auf, wo du hinläufst, Mensch. Auch nicht immer gucken, wo ich hinfahre. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich befürchte nicht. Aber wir sind mutig und wir probieren es aus. Oh Gott! Die eine Raupe nicht drauf. Jetzt. Ach, come on. Greifen Sie sich auf den Turm mit dem Gebieter, Chief. Bring mich ran. Ich bring dich gerne ran. Ich will aber... Komm. Nein. Schade, scheiß drauf. Der Band ist so oder so fast hinüber. Darf jemand anderen den Raum manövrieren? Wir gehen jetzt hoch. Unsichtbarer. Achso, das Ding, jetzt habe ich es verstanden. Das ist ein Radarstörer. Das letzte Mal dachte ich, es ist eine Mine. Alle in Position! Immer gern. Brauch ein bisschen mehr Munition. Hey, was ist los? Ich habe wohl einen Kurzschluss verursacht. Lassen Sie mich mal sehen. Hey! Orakel! Der Bastard hat mich gestochen! Ich wollte nicht, dass Ihnen was passiert. Eine seltsame Art, das zu zeigen. In der Tat. Ausgezeichnet, hier lang. Faule Bande. Tötet sie, wenn sie schlafen. Chief, schalten Sie sie aus! Verdammt nochmal, schlagt sie nieder. Sind ja nicht mehr viele. Muss ich ja nicht alles selber machen, wie immer. Wow, what a hit. Unglaublich. Wusste gar nicht, dass ich so kraftvoll bin. Aber es scheint. So, was sind denn das jetzt für Gänge? Die habe ich noch nie gesehen, die Gänge. Ja, die habe ich noch nie gesehen, die Gänge. Die sind neu. Irgendwo schlafen noch ein paar. Ich hab sie gehört. Du ballerst auf eine... Es gibt Handlungsbedarf. Ja, stirb. Er ballert auf eine Leiche, die ich zu Tode geschlagen habe. Bist du vollkommen behindert? Ja,
allem weil ihr so viel gemacht habt. Und am liebsten würde ich den anderen töten. Boah, du zeigst mir den Mittelfinger. Ich nadel dich zu, Mann. Bist denn du für einer? Orakel, könntest du bitte nicht die ganze Zeit von meiner Fritte rumfliegen? Dankeschön. Blöde. Für dich. Und für mich. Ihr kriegt auch nicht viel auf die Reihe, ne? Puh, was ist das denn jetzt? Wir haben ja aber wieder eine Schaltstelle. Los. Das ist unsere Galaxis. Wir sind jenseits des Rands. 2 hoch 18 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum, um genau zu sein. Was ist das hier? Die Arche. Das ist die Arche. Ich dachte immer, sie wäre Teil der Schildinstallation. Aber ich lag wohl daneben. Zum ersten Mal? Gar nicht. Zwar verfügte ich über die Kenntnis über Installation 04, doch beschränkten meine Schöpfer mein Wissen aller anderen strategischen Anlagen. Kompartimentierung, falls ich je in die Hände der Flat fallen würde. Können Sie sagen, wo genau wir sind? Hier. Der Prophet. Nahe einem der supraluminalen Kommunikationszentren, fürchte ich. Bedauerlich. Der Meddler hat eine Barriere ausgelöst, einen Verteidigungskreis um den Archenkern. Die Barriere lässt sich schwer deaktivieren. Wie komisch, dass meine Schöpfer so umfangreiche Verteidigungsmaßnahmen um einen einzigen... Oh Mann! Was ist das? Atom! Spawn, los! Wir müssen hinter die Barriere, oder der Mittler zerstört alles. Chief, da ist eine ganze Horde von Feinden im Anflug. Ja, super. Gehen Sie wieder rein, während wir Sie ausschalten. Ja, gut. Ich helfe Ihrem Sergeant, den Luftraum zu sichern. Sir, der Pelikan landet eine Ebene tiefer. So, und jetzt... Oh! Aua. Oh, wow. Ein Phantom! Wir haben noch 2 nachladen und die hauen ja auch... drauf, wollte ich sagen. Wow! Okay, das war jetzt komisch. Ich dachte nicht, dass beide nach vorne gehen. Komm, stirb einfach. Jetzt der nächste. Genau. So habe ich mir vorgestellt. Oh shit. Wir haben nicht viele Jungs hier. Konzentrier dich auf die Feinde, die da stehen. Ich hab dir dein Hütchen weggeballert. Och shit. Das war schon beim ersten Mal nicht komisch. Probier's doch. Affe. So, also, gut. So wie es aussieht, wissen wir jetzt, wo der Prophet ist. Beziehungsweise wir wissen definitiv, wo der Prophet ist. Nein, stimmt gar nicht. Wir wissen in etwa, wo er ist. Die Meute wird dich vertilgen. Die Meute wird mich vertilgen. Boah! Unsichtbare. Aktive Tarnung. Wir werden eingekreist. Ja, eingekreist würde ich nicht sagen, aber sicherlich sind die Feinde hier irgendwo.
war ein Headshot. Ja, mein Mensch wird angegriffen. Mein Marine wird angegriffen, meine ich. Ich hab so eins. Au! Oh. Hallo, schöner Mann. Ja, ich glaube, wir müssen unten weiter. Nichts da mit Uhr. Einfach Ruhe. Und die andere Seite ist zu, okay. Was? Das waren keine Headshots? Durchhalten, Chief, wir sind unterwegs. Ich habe nicht zuvor. Nicht vor zu entkommen. Eigentlich vor dich zu töten. Nein! Jetzt habe ich ein Problem. Oh! So da. Huiuiui. Ich habe keine Schüsse mehr. Naja, zwei Sniper-Schüsse, aber die werden mir auch nicht wahnsinnig viel bringen. Jetzt lass mich mal in Ruhe, Mann. Komm her, jetzt reicht's. Ja, komm, trau dich nochmal, Fettsack. Ja, endlich. Ja, jetzt komme ich mal ein bisschen in den Nahkampf, Kumpel. Komm. Lauten, Waffe geben. Komm. Stirb! Jawohl. Und wo? Oder waren das jetzt? Irgendwo ist noch einer. Irgendwo ist noch ein roter Punkt. Komm, zeig dich. Ich hab's ganz kurz gesehen. Irgendwo war noch einer. Na gut, dann nicht. Also. Oh! Ich wusste es. Was ist das? Ankunft verdammt schnell. Für Abholung bereit sein. Ja, komm, komm. Und weg hier. Commander. Chance, aufpassen. Den hab ich. Nein, nicht schießen. Sie schaden uns nicht. Die Einheiten haben eine Priorität. Oh ja. Und was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Nicht sicher. Aber wenn ich ein anderes Terminal finde, näher kann. Wir müssen den Propheten im Auge behalten. Was ist mit Ihrem Konstrukt? Ihre Lösung gegen die Flotte. Mit mir. Wir haben auch Prioritäten. Und wir töten